Und da sind wir wieder zurück mit Mass Effect 2. Ja, immer noch auf der Suche nach dem Professor oder Dr. Morden Solus. Warum er eigentlich der Professor genannt wird, wenn er hier nur einen Doktortitel zu haben scheint, erschließt sich mir nicht, aber gut. Komme ich von da? Ich meine, ich will hier ja kein Loot liegen lassen. Ich hatte übrigens hier gerade einen super tollen Ladetipp. Der war ungefähr so. Ja, hast du keine Munition mehr, dann musst du halt auf deine Kräfte zurückgreifen oder was anderes machen, bis du wieder Magazine findest. Es ist, ach so. Das, ach so. Das sieht interessant aus. Okay. Was auch immer, wir können es noch nicht nutzen, weil wir keinen wissenschaftlichen Leiter haben. Aber wenn wir jetzt hier Morden Solus rekrutieren, dann ändert sich das hoffentlich. Ist da noch einer? Bloodpack? Ja. Oh, Hundis. Ich finde Hundis in dem Spiel echt nicht geil. Was macht denn der Hundi da? Patrouilliert der, oder wie? Ach, jetzt habe ich ihn getriggert. Komm mal raus. Nö, 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 nö. Die Pyromanen oder Pyromantiker oder was auch immer, die halten einfach zu viel aus für meinen Geschmack. Pyrotechniker. Komm hier rüber. Er muss jetzt mal umfallen hier. Mag keine Kroganer. Also, im gegnerischen Team. Was muss ich denn machen, damit das Ding hier kaputt geht? Sage mal. Und wie viele kommen denn da bitte noch nach? Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist ein bisschen Overkill, das gebe ich zu, aber es hat funktioniert, ne? So, ich hätte aber gern hier meine Kleine wieder. Und dann bin ich da einfach so durch da hinten, ohne irgendwie. Ich hätte da nämlich, glaube ich, noch was looten können. Also zumindest wäre es hier noch reingegangen. Oder hochgegangen. Hier gibt es aber nichts, wie es aussieht. Ah, wäre ich nur an einem anderen, an einer anderen Stelle hier rausgekommen. Yeah, okay. Ich dachte, das hier war der eigentlich. Ich hatte die ganze Zeit hier drauf geschossen. Aber war das hier der explosive Container? Okay, okay, okay. Ich muss tatsächlich da lang, also gehe ich da nicht lang. Ich gehe mal da hinten durch die Tür. Da haben wir noch Element Zero. Und noch mal eine Tür. Eine Tür, die zu einer Tür führt, die zu einer Tür führt.
Bitte? Ich sehe hier aber ein bisschen schwerer bewaffnet aus, oder? Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das Letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Ich mag keine Plünderer. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Genau, weil ich auch nicht die ganze Zeit selbst plündere. Aufregung. Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Nein. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Nein, aber jemand anderes. Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihr Revier plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Genau, und ich suche übrigens jemanden. Kennen Sie einen Salarianer namens Mordin Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht, hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt. Dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Es schien uns eine gute Idee zu sein. Wir haben wohl nicht gründlich genug darüber nachgedacht. Was wissen Sie über die Watcher? Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Watcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Mordin Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Hab ich nicht vor. Die Blue Suns kontrollieren diesen Bezirk, richtig? Das haben sie, bevor die Seuche die Hälfte von ihnen ausradiert hat. Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Watcher ihnen den Rest geben. Mir tut's irgendwie leid, dass sie untergehen. Die Blue Suns haben den Bezirk mit harter Hand geführt, aber meistens war wenigstens Ruhe. Okay, wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Kann ich vielleicht was stehlen? Nein? Schade. Ja, okay, ich gehe halt mit gutem Vorbild voran und so. Und ja. Wir haben ja schon hier das Element Zero mitgenommen. Bip, bip. Wer hat da gebiebiebt? Guck mal, da ist ja schon angeschrieben. Klinik nach rechts, ja, wo soll ich hier auch sonst lang, Freunde? Es geht hier nur den, also ich kann jetzt nur den Pfeil nach, ich kann gar nicht anders lang. Guten Tag. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Max anlegen. Och, so ein paar Max frühstücke ich doch. Mordin muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Tut mir leid, für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Mordin finden. Mordin hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Professor, uns geht das Hydroxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Kann bei Batarianern zu Kämpfen führen. Daher zusammen mit Butamerol verabreichen. Malanarin und Butamerol, verstanden. Xenozin ist der Katalysator. Verbindet sich mit Markierungsgenen. Schwer zu kriegen. Massenherstellung. Warum nicht Tentakor? Ja, was jetzt passiert? Warum macht das Spiel das ständig mit mir? Ernsthaft, Spiel? Ich komme hier wieder nicht vom Tisch runter.
komme hier einfach nicht runter. Wenn ich jetzt kurz speichere. Und da nochmal lade. Ist übrigens auch geil. Die automatischen Speicherstände sind keine Ahnung wie alt immer. Ja. Bitte lass es mich nicht auf dem Tisch gespeichert haben. Ist das denn das zweite Mal, dass mir das passiert, oder nicht? Das ist mir, als ich das Spiel privat gespielt habe, nie passiert. Ja, gut, dann muss ich wohl einen alten Spielstand laden. Ganz toll. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Hab schnell nachgespielt und hoffe, ich glitsche mich jetzt nicht wieder auf irgendwelche Tische. Sondern kann hier einfach mal schnell alles abkrabbeln. Im anderen Raum ist Mordin. Solus, den wir suchen. Medical-Kapazität erhöht. Schön. Also, keine Option. Keine Option. Guten Tag. Ich habe gehört, hier gibt es einen irren Wissenschaftler. Oh, ich kann erstmal noch looten. Schön. Iridium und Element Zero. Energiezellen. Und ein Medikit. Okay. Guten Tag, Herr Mordin Solus. Professor Mordin Solus? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Water? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Water nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein. Zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht. Huch. Moment. Ja, aber nach wem? Nur die Ruhe, Mordin. Ich bin rausgeklickt. Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Da habe ich aus Versehen beim Rechtsklicken rausgeklickt. Auch wenn das gar nicht gehen sollte, weil das Spiel eigentlich im Vollbildmodus läuft. Eine privatfinanzierte Gruppierung der Menschen. Ihr wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectres sind nicht menschlich. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet. Okay, ja, haben Sie davon gehört? Sie sind sehr gut informiert. Woher kennt ein salarianischer Wissenschaftler Cerberus? Wege haben Sie schon gekreuzt. Dachte, Sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Kolonien verschwinden. Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen. Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Watcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Watcher. Was zum Teufel war das? Die Watcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Water als praktisch erweisen. Cool, danke. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Water, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Ich schaue nach ihm, definitiv. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Water kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, dann reden wir doch einfach noch ein bisschen. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutationen? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Was wissen Sie über die Watcher? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie.
Vermute, dass Watcher für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Ich find's einfach cool, wie Morden sich ausdrückt. Einfach nur in Stichworten, so schnell wie möglich, so viele Informationen wie möglich raushauen. Haben Sie eine Idee, wo ich Daniel finde? Nein. Infizierte Batterianer sollen hinter den Watcher-Linien eingeschlossen sein. Daniel wollte ihnen helfen. Habe ihn davor gewarnt. Zu gefährlich. Die Patienten hier brauchen ihn. Hat sich trotzdem weggeschlichen. Wollte ihn selbst suchen, kann aber die Klinik nicht verlassen. Muss mich um die Patienten kümmern. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen. Haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Das ist auch so. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist. Turianer, Kroganer, Watcher sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Schön. Los, zur Umweltanlage. Gut, er wird also unterschätzt und ja, okay, finde ich ja, das gut. Ja, gut. Energieversorgung wiederherstellen. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt geskippt wurde. Aber ich habe hier doch vorhin irgendwo einen Waffenspind gesehen. Ja. Die Carnifex. Würde ich mal nehmen. Gut. Und Said, hat der auch? Nö. Ah, Jacob hat sich schon automatisch ausgerüstet. Gerüstet, oh Gott, ich hab's heute mit, wie auch, ne? Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Na klar. Diese Klinik ist eine Zuflucht. Wenn Sie Ärger machen wollen, gehen Sie besser woanders hin. Ich will doch keinen Ärger machen. Ich bin doch hier, um Ärger zu beseitigen. Oh, die hat verdammt wenig Muni, die Carnifex. Oh, scheiße. Sie haben uns gesehen. Und ganz heftigen Rückstoß. Das muss weg. Okay. Das war's für aber dafür macht sie auch ganz schön ordentlich Bumm. Komm nur rüber! Komm nur rüber? Doch. Gefällt mir, glaube ich. Jetzt hat man eine schwere Pistole. Halt damit auch echt treffen, ne? Sagt sie und schießt dreimal daneben. Kannst du mal bitte stehen bleiben, du kleiner Scheißer? Danke. Was, den Kroganer töten? Das krieg ich hin. Gute Reise! Passt das oder kommen da noch welche? Ah, da oben kommen noch welche. Hm, kommt auch. Okay, ja gut. Macht ordentlich Wumms, hat wenig Muni. Muss ich mal gucken, ob die permanent was für mich ist. Ich würde gerne drüber springen. Warum springst du nicht drüber, Shepard? Weil du doof bist. Okay. Da liegt noch eine Medi-Station rum. Sonst sieht es hier nicht so aus, als gäbe es irgendwas zu holen.
Ein bisschen Muni wäre noch geil. Oh, ein Spielterminal, das ich hacken kann. Na dann. Nein, nein. Sag mal, ich hätte auch schon mal gern die richtigen Lines hier. Dankeschön. Da. Und mit Lines meine ich Lines of Code. Das ist immer so ein bisschen... das klang jetzt ein bisschen falsch. Entschuldigung. Die Erkältung steckt doch immer noch ein bisschen in mir drin. Es ist aber schon viel besser geworden. Es ist witzig, ich habe einen Termin gemacht beim Arzt, weil ich diese Erkältung, hauptsächlich den Husten und den Schnupfen, jetzt schon seit 3 Wochen oder so habe. Und es nicht wegging und besser wurde. Dann habe ich einen Termin beim Hausarzt gemacht wegen einer Allergieuntersuchung, ob ich auf das neue Dämmmaterial, das wir jetzt in den Wänden und Decken haben, eben allergisch reagieren könnte. Und am nächsten Tag wurde es besser. Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Aber ja, so ist mein Körper. Erstmal Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und wenn man dann Aufmerksamkeit gibt, ach so, ja, so schlimm war es doch gar nicht. Ups. Hä? Was ist denn? Ach, das ist da drüben. Toll. Da. Ja. Reingehackt. Okay. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich mal behaupten, bevor wir jetzt gleich wieder eine Katze hingeworfen werden, mache ich an der Stelle mal schnell Schluss. Ich habe verdammt wenig Muni. Verdammt. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.